Hier haben wir wieder einen Hebel, einfach mal umlegen. Ne, eine Axt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, heute haben wir nicht wieder so einen ewig langweiligen Prolog vor uns, sondern können mal richtig durchstarten. Für ein seltsamer Ort. Der Tartarus. So, aktiviert es mal. Und hoch hier. Die Landschaft hier sieht ja extrem geil aus, muss ich direkt mal sagen. Kann man nix sagen. So. Entweder sehr mutig, rum mit dem Hebel. Nee, das brauchen wir wohl. Was müssen wir jetzt machen hier? Ah, okay. Schon gerafft. Hier müssen wir rüber. Den Hebel aktivieren und dann wieder zurück. So scheint es mir zumindest jetzt mal. Okay, die Teile bleiben wieder hier. Ah, okay, jetzt haben wir die Säule da aktiviert. Sehr gut. Okay, müssen wir das hier wieder rüber machen. Und weiter geht's, Phoenix. So, jetzt der richtige Moment abpassen und nicht runterfallen. Zack, come on. Jawohl, Alter, war das eine knappe Kiste. Und hier haben wir die Flügel, sehr gut. Wird hier Zeit. Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile. Oh, so schön. So, als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Einfach anziehendes Zeug, komm jetzt. Das muss ich jetzt echt mal sagen, das Gelaber in dem Spiel geht mir so dermaßen auf den Sack. Ich hoffe, mein Gelaber geht euch nicht auf den Sack. So, jetzt weiter und zack. Sehr cool. Hier haben wir wieder einen Hebel, einfach mal umlegen. Ne, eine Axt. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin. Ist wohl doch kein Hebel. Hatte ich sie nicht verwandelt? Jawohl. Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Kein Problem für uns. Axtangriff aktivieren. Komm, zack. Jawohl. Lange gedrückt halten und rum mit euch. Jawohl. Guck mal, wie mächtig ich bin. Genau, weg mit dir. Zack. Ist ja keine Herausforderung für uns. Oh, wie block ich nochmal? Muss erstmal mit der Steuerung hier wieder klarkommen. Einfach drauf. Jawohl. Es betäubt, so wie es ausschaut. Lauter Tweeties zwitschern um seinen Kopf. Okay. Komm her. Und zack, rüber. Phoenix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach, wirklich? Ha! So einfach kann's sein. Hier haben wir's doch schon. Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Jawohl. Wir werden jetzt ultramächtig. Mehr als sie ertragen konnte. Oh, Phoenix! Tschüss, Sterbliche! Ich halte es aus, Zeus. Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Jawohl, und noch mächtiger. Ich habe das Gefühl, am Anfang werden wir jetzt erstmal richtig equipped und ausgerüstet. Das freut mich. Und wieder ab auf das Erdliche. Zack, da sind wir wieder. Nachdem sie sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phoenix dem Riss siegreich. Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte sie über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Oh, sehr gut. War das ein kleiner Hinweis, oder? Okay, so viel können die Flügel jetzt auch noch nicht. Hatte Phoenix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine Alter, das Gelaber und Gelaber, das ist ja nicht zum Aushalten. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht. So, jetzt gehen wir erstmal da hoch und gucken, dass wir über die Brücke irgendwie rüberkommen. Ah, Sprint mit Viereck. Sehr geil.
kommen ein wenig schneller vorwärts, aber es kostet uns auch Energie. Da bin ich nicht wirklich ein Fan davon, von der Ausdauer, muss ich sagen. So, kurz vor der Brücke. Einer. Warte, einfach Vollgas und Flügel. Jawohl, Vollgas und Flügel. Come on. Jawohl, gerade so geschafft. Oh, da ist er, glaub. Halte durch, wir holen dich. Ah, hier ist was zu metzeln. Sehr gut. Jetzt wenigstens nicht langweilig. Und die Axt für die. Come on. Zack. Vollgas einfach. Jawohl. Und Todesstoß. Und den nächsten, komm her. Einfach Vollgas hier. Zack, und auch du bist weg. Doch, da oben. Oh, da müssen wir hier drüben rüber. Mein Gott, bin ich im Scheißdreck rumgelaufen. Hier jetzt aber, oder? Oh, Pilze. Alles einsammeln, Phoenix. Hier, nimm mit. Und weiter hoch mit dir. So, ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. Sieht zumindest schon mal gut aus. So, Pilze eingesammelt. Also der Grafikstil gefällt mir, das muss ich sagen. Was ist denn das für ein hässliches? Eine Gorgone. Was? Die gibt's wirklich? Was? Jawohl, die hat was Schlechtes gegessen. Komm, das Ding schlachten wir. Jawohl. Gorgone Melone, weg mit dir. Und zack. Easy peasy. Oha. Armschienen. Diese Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles, was sie waren der es? Der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phoenix. Durch pures Glück. Nein, durch pures Können. Ihr da! Kämpft mit jemandem, der bewaffnet ist! Oha, die hat mehr Bizeps wie ich. Ja, das. Naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend. Aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Jawohl, einfach metzeln, zack. Und wieder welche weniger. Nehmen wir die Pilze noch mit. 11 Stück haben wir schon dabei. So, wo ist er jetzt hin? Also einfach mal oben auf das Radar schauen. So, ich schätze, hier rüber geht's. Ah, jetzt wird uns das auch angezeigt. Den Göttern. Ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Jawohl. Könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen. Bei Hades, heiratet doch ihr zwei. So, draufgeschoben. Jetzt braucht man noch irgendwas. Ah, hier liegt's schon. Hoch damit. Hoch damit, hoch damit. Und fallen lassen. Sehr gut. Nächstes Rätsel erledigt. Ich rette dich. Wohl rein hier, oder? Jetzt geht's wieder zurück in den Tartaros.